Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Küchenmesser von der Firma Victorinox mit der Typbezeichnung 6.85031 Santoku-Messer. Das Messer kommt in so einer, ja, nichts Besonderes, so eine Art Kunststoffblister. Wie gesagt, hier Victorinox. Schauen wir mal uns das Messer ein bisschen genauer an. Wie gesagt, hat hier eine 17 cm lange Klinge. Ein Fibrox Messergriff, das ist so eine Art Kunststoffgemisch. Sehr gut in der Hand. Meiner Meinung nach völlig resistent gegen Feuchtigkeit. Kommt diesem hier gleich, wie von diesen kleinen Messern von Victorinox. Nur halt, das ist ja halt irgendwie noch eine Spur grober bzw. griffiger, was ja sehr guten Halt gibt. Und ich habe Handschuhgröße 10, 10,5, auch für etwas größere Hände. Ja, diese Santoku-Form, ne, das ist ja, ja diese Klingform. Und Stahl dürfte es sich ja auch, glaube ich, um denselben Stahl handeln wie bei den Victorinox-Messern, bei den Taschenmessern. Und ja, was soll ich sagen? Das Ding ist brutal scharf. Dann fangen wir gleich mal an, ein paar Schneidetests zu machen. Bis gleich. So, fangen wir mal an. Hier Kartoffeln. Machen wir mal einen Schnitt ohne Probleme. Also, das habe ich noch nicht gesehen. So ein scharfes Teil. So, nach dem ganzen Geschneide machen wir noch mal, ja, ich sag mal, einen Papiertest. Hier habe ich einen Kontoauszug, relativ dünnes Papier. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch gut durchkriegen. Ja. Also die Schärfe ist extrem, wenn man sich das mal so sieht. Hier nochmal Spitzenmesser, ehrlich. Ja, das ist das Victorinox Santoku Knife. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Irgendwann mache ich mal ein Fazit drüber, aber bis jetzt klasse Teil. Gut, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.